Wie sehen die Jobs der Zukunft aus? Um das Thema geht es in der heutigen Podcast-Episode. Und während ich das spreche, zeige ich euch bei YouTube ein paar schöne Fotos oder Bilder aus der Natur, hier direkt aus meinem Garten. Im Moment blühen ganz viele Sträucher und man kann die Schmetterlinge sehen. Und ich dachte, ich lasse euch mal ein bisschen Teil daran haben. Ja, momentan machen sich ja gerade sehr viele Menschen auch Gedanken über die Wirtschaft, denn viele Firmen haben ja im Moment zu oder es wird ja auch überall gesagt, dass das wirtschaftlich ganz große finanzielle Konsequenzen hat und ja sehr viele Firmen nicht überleben werden und dann die Menschen alle arbeitslos sind und auf der Straße sind, sitzen und kein Geld haben und so weiter. Also ich erzähle euch einfach mal meine persönliche Erfahrung, die ich so in dem Feld der Unternehmen gemacht habe. Ich habe 25 Jahre für diese Unternehmen gearbeitet. Die üblichen Unternehmen, die man so in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt findet. Und ich fand das, während ich da gearbeitet habe, auch immer soweit ganz okay. Also ich war wirklich so in der glücklichen Lage, dass ich eigentlich mal ganz gute Jobs hatte. Ich habe im Marketing gearbeitet, im Vertrieb, in der Entwicklung. Ich habe insgesamt in 8 verschiedenen Firmen gearbeitet und immer mal wieder gewechselt, weil ich auch immer wieder neue Herausforderungen gesucht habe. Aber vor ungefähr 13 Jahren kam ich an einen Punkt, wo ich eigentlich auch alles das so durchschaut habe, was in den Firmen so abgeht. Und mir wurde bewusst, dass nur eins zählt, nämlich der Gewinn. Das, was unterm Strich am Jahresende herauskommt. Und die Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, ja, natürlich wurde auch immer so getan, wir machen ja was für die Mitarbeiter und hier und da, aber eigentlich waren die ziemlich egal. Also diese ganzen Firmenstrukturen, die waren wirklich nicht auf Liebe aufgebaut, sondern auf Profit. Und es wurde nie gefragt, wenn wir eine bestimmte Aktion machen, was hat die Menschheit davon? Können wir irgendwas Gutes für die Menschheit machen? Ja gut, wenn das ein Nebeneffekt zufällig gerade war, dann wurde das natürlich vermarktet und als Marketing ausgeschlachtet. Aber das war eigentlich nur ein Nebeneffekt. Das, was hauptsächlich die Frage war, was haben wir davon? Wie viel Geld haben wir davon? Das war immer die ultimative Frage. Und gerade die letzte Firma, an der ich auch gearbeitet habe, da war auch die Geschäftsführung ja so, dass ich selber überhaupt gar nicht mehr dahinter stehen konnte, hinter deren Entscheidung, weil das alles außerhalb der Gefühlszone war. Und so stand ich auf einmal in meinem Büro. Und ich wusste, ich kann das nicht mehr mittragen. Ich kann das nicht mehr mitspielen. Dieses falsche Spiel, das nicht aus dem Herzen heraus aufgebaut wird, sondern nur aus dem Ego, aus dem Verstand heraus. Und ich wusste, dass ich gehen muss und dass ich von einem Tag auf den anderen meinen Job verliere. Und natürlich hatte mir das damals sehr viel Angst gemacht auch, dass ich auf einmal arbeitslos bin. Und das Blöde war, dass ich auch wusste, ich kann mich auch nicht in irgendeiner anderen Firma bewerben, weil das ist ja das gleiche in Grün. Das heißt, dieser komplette Arbeitsmarkt, diese ganze Firmenwelt, die braucht für mich voll weg. Von heute auf morgen war die auf einmal nicht mehr Existenz, weil ich wusste, ich kann für die nicht mehr wirken. Ich wusste nur noch eins, dass ich aus meinem Herzen wirken möchte und das ist das Einzige, was ich machen möchte. Und ich wusste, dass ich das nur aus mir selbst heraus erschaffen kann. Das hatte ich aber zu dem Zeitpunkt noch nie gemacht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, wie das geht. Aber mein Herz sagte mir, du brauchst keine Ahnung davon haben, weil du wirst geführt von deinem Herzen. Dein Herz und deine Seele und dein höheres Selbst, die wissen, wo es lang geht. Die haben den totalen Plan. Und auch wenn dir das nicht bewusst ist von deinem Verstand her, deine Seele weiß, wo es hingeht. Und die wird dir einfach jeden Morgen sagen, was du zu tun hast. Und du machst das dann, jeden Tag. Nur eine Kleinigkeit.
Und so bin ich in meine Selbstständigkeit gegangen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir kollektiv an diesem Punkt stehen. Natürlich sehe ich, dass diese ganzen Firmen gerade den Bach runtergehen. Viele werden sich verabschieden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die haben das falsche Fundament gewählt. Dies war nicht aus dem Herzen heraus aufgebaut. Denn war das völlig egal, wie es den Mitarbeitern geht. Hauptsache, die Kohle stimmt. Und das ist nicht mehr zukunftsfähig. Das ist vorbei. Und von diesem System müssen wir uns verabschieden. Und die werden jetzt ziemlich schnell wegbrechen. Und die, ich will jetzt gar nicht sagen Arbeit der Zukunft oder Job der Zukunft, denn das, was die Zukunft ist, ist, dass wir in die Schöpfung gehen, in unsere eigene Herzensschöpfung, dass wir in unser Herz lauschen und dem folgen, was in dem Herzen ist. Und das wird sich nicht wie Arbeit anfühlen, sondern wie etwas, was wir schon immer machen wollten. Etwas, worum wir hier sind. Wir können es mit anderen Menschen zusammen erschaffen. Wir können es auch aus uns selbst heraus schaffen. Aber das ist das, wozu uns die jetzige Zeit aufruft. Deswegen mache ich mir gar nicht so viele Sorgen um diese vielen, vielen Firmen, die wegbrechen, weil es ist einfach an der Zeit, dass sie abgelöst werden von dem Herzen, von der neuen Energie, die aus Licht und Liebe besteht. Ich meine, es hört sich jetzt immer so romantisch an, aber es ist tatsächlich so eine Wende, die jetzt kommt. Und alles, was nicht auf Liebe aufgebaut ist, wird einfach nicht mehr tragfähig sein. Ja, und von daher, ich erwähne das jetzt nochmal, ich habe so ein wundervolles Buch mit Markus Rothkranz zusammengeschrieben oder beziehungsweise das, was er vermittelt, übersetzt, Heile deinen Beruf. Das ist wirklich die Energie, worum es jetzt geht. Und ich kann jedem nur empfehlen, dieser Energie zu folgen, seinem Herzen zu folgen und aus dem Herzen heraus zu wirken und am besten jetzt schon. Auch diejenigen, die den Job schon verloren haben, die haben jetzt die beste Möglichkeit, aus dem Herzen zu wirken und einfach das zu tun, was ihr Herz ihnen sagt. Und dann wird sich alles Weitere daraus entwickeln. So sind jedenfalls meine Erfahrungen aus den letzten 13 Jahren. Ich kann das jedem nur empfehlen und wünsche euch viel Freude dabei. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr davon hören möchtest, dann schenk uns einfach ein Like oder hinterlasse einen Kommentar. Und wenn du keine der weiteren Episoden verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Kanal und klick auf die Glocke. Ich bin Heike Michelsen von Germany Goes Raw und ich wünsche uns allen beste Gesundheit.